Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Pillars of the Earth. Und wir zeigen Ihnen mal das Sternenrelief. Und man wird sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Was? Die Hölle. Es ist eine Darstellung der Hölle. Ich habe euch schon früher einmal von Himmel und Hölle erzählt. Erinnert ihr euch? Natürlich. Der Herr Bischof hat gesagt, das Relief erschreckt sogar die gottlosesten Besucher. Sie alle fürchten den Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle. Wer ist das? Der Teufel. Ein gefallener Engel. Ich fürchte mich vor gar nichts. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihre Seelen sind des Teufels. Sie kommen alle in die Hölle. Hört auf! Die Hölle ist weit weg. Ich habe keine Angst. Und wenn er jetzt nochmal in die Flammen guckt? Für manche ist die Hölle ganz nah. Was ist? Wir reiten zurück nach Winchester. Sag ich doch. Sofort. Was ist geschehen? Vielleicht hat er die Zukunft gesehen. Wie kann ich euch danken? Ich will's wissen. Sagt mir, was wird da draußen gebaut? Was? Da ist etwas Größeres im Bau, wie es scheint. Ja, aber... Was ist es? Eine Burg. Der Herr Bischof baut eine Burg. Warum? Eine Burg? Warum eine Burg? Ich weiß es nicht. Es steht mir nicht an, den Herrn Bischof zu hinterfragen. Natürlich. Und ich bezweifle, dass es euch ansteht. Dieser Mann, William, hatte keine Ahnung, weshalb ihr beide hergekommen seid, nicht wahr? Ihr seid hergekommen, um den Herrn Bischof auszuspionieren. Ihr habt diesen Mann hergebracht. Ich? Geht. Sofort. Aber lasst das Geschirr und Besteck hier. Ich wollte nur den Tisch aufräumen. Natürlich. Ich wusste, dass ich euch nicht trauen kann, seit ich euch Heu und Äpfel stehlen sah, als ihr das erste Mal hier wart. Mist. Später zurück in Winchester. Da seid ihr ja. Mein Sohn wirkte bei seiner Rückkehr sehr nachdenklich. Ihr Priester und euer Gerede, ihr macht ihn ganz irre. Er war aber in Hochstimmung, nachdem er damals mit eurem Bischof geredet hatte. Aber wir wissen ja, dass Walloran gut mit Worten umgehen kann. Nicht wahr, mein Gatte? Aber ja, sicher. Und wo wir schon beim Thema Walloran sind... Was habt ihr auf eurem Ausritt gesehen, Mönch? Geht euch gar nichts an. Ich bin mir nicht sicher. Ihr müsst es gesehen haben. Seid ihr so blind? Bischof Walloran Bigot baut eine Burg. Und er hat jeden Stein und jeden Baum auf seinem Land aufgebraucht. Er behauptet, er wolle Bartholomäus Land für eure Kathedrale. Aber was Walloran in Wahrheit will, ist eine Burg. So ist er immer gewesen. Ihr habt mein Wort angezweifelt. Zweifelt ihr jetzt immer noch, Vater? Was wollt ihr von mir?
Als Prior von Kingsbridge werdet ihr zustimmen, dass mein Mann die ganze Grafschaft Shiring erhält. Und warum sollte ich euch einen solchen Gefallen tun? Weil wir euch Steine und Holz für den Neubau eurer Kathedrale geben werden. Der König kann all seine Versprechen einlösen und Walloran kriegt nichts. So lautet unser Angebot. Was sagt ihr? Schwierig immer. Einverstanden. Ah. Hast du gehört, mein Gatte? Ja, du sagtest, er würde zustimmen. Mein Mann wird dem König von unserer Absprache berichten. Bischof Walloran wird sehr überrascht sein. Ihr werdet sein wahres Gesicht sehen, wenn er nicht kriegt, was er will. Mhm. Wir brauchen aber hier noch ein Geständnis, ne? Guten Tag. Kommt ihr, um jemanden in meinem Kerker zu besuchen, Vater? Oder wollt ihr euch selbst eine schöne, warme Zelle aussuchen? Hüte deine Zunge. Oh, das war nur ein Scherz. Seht ihr ein Lächeln? Nur für euch, Vater. Kommst gleich ins Höllenfeuer. Ich... Bischof Henry schickt mich. Der Bischof, was will der Kerl? Ich soll mit Bartholomäus von Shiring reden. Bartholomäus von Shiring? Ha! Der ist jetzt nur noch Bartholomäus. Es ist sein vierter Tag ohne Essen. Bald ist er nicht mal mehr Bartholomäus. Oha. Bartholomäus, ich bin Bruder Philipp. Wir sind uns nie begegnet, aber ich bin schuld an eurem Schicksal. Niemand ist schuld an meinem Schicksal. Niemand außer mir. Warum habt ihr euch gegen den König aufgelehnt? Stefan hat euch geschickt. Warum steht ihr auf Seiten des Thronräubers? Ich wurde gebeten, euch zu einem Geständnis zu bringen. Das haben schon andere versucht. Warum sollte ich euch gestehen? Eure Leute haben in meiner Priorei Zuflucht gefunden. Euer Geständnis wird mir helfen, ihnen Arbeit und Schutz zu geben. Ich habe nichts zu gestehen. Mir tut nur leid, dass ich verloren habe. Das sage ich besser nicht dem König. Sie werden euch töten. Das haben sie schon getan. Mönch, sagt ihnen, ich hätte gestanden. Was? Alles, meinen Verrat. Aber... Der Sohn soll nicht büßen für die Schuld des Vaters. Sagt das auch Stefan. Ihr kennt die Bibel? Richard und all jene, meine Kinder, sie müssen am Leben bleiben. Mhm. Dann hoffen wir mal, dass die Kinder Gnade bekommen. Und auch euch einen guten Tag, Vater. Naja, halt's mal, du Opfer. So. Würdet ihr nicht auch lieber eine Burg bauen, Herr Bischof? Was? Eine Burg wie diese, meine ich.
Findet ihr diesen Ort nicht bemerkenswert? Winchester Castle? Aber gewiss, das ist er. Mhm. Mal gucken, was da noch kommt. Was Bartholomäus Geständnis betrifft. Vielleicht könnt ihr ihm ja ein Geständnis entlocken. Ich glaube nicht, dass mein Prior in dieser Angelegenheit mehr erreichen kann als ihr. Wahrscheinlich ist ihm klar, dass er sterben wird. Egal, ob er redet oder nicht. Bartholomäus hat alles gestanden, aber er bittet um Gnade für seine Kinder. Wunderbar. Ich werde meinem Bruder sagen, was wir heute erreicht haben, wenn er von der Jagd zurückkehrt. Schön, Philipp. Gut gemacht. Mhm. Was Bartholomäus Kinder betrifft. Mein Bruder pflegt andere nicht nach den Taten ihrer Väter zu beurteilen. Doch ich werde ihm Bartholomäus Bitte vortragen. Okay. Aber vielleicht sollte ich morgen wiederkommen. Ja, ein Mönch kann hier nicht viel ausrichten. Euer Bischof und ich werden tun, was wir können, um eurer Priorei zu helfen. Mhm. Der Penner. Mein treuer Untertan Percy Hamley wird mit dem heutigen Tag Graf von Shiring. Aus dem Besitz seines Vorgängers erhält Graf Percy die Burg. Und alle Güter, die an Ritter verpachtet sind, sowie alles an Ackerland, Weiden, Wäldern und Steinbrüchen. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, euer getreuer Lehensmann zu sein und euch gegen jedermann zu verteidigen. Mein Herr. Ah, natürlich. Natürlich habe ich die Sorgen meiner Bischöfe nicht vergessen. Hm. Der Graf von Shiring selbst, Percy hier, hat dieses Problem für mich gelöst. So kann ich das Versprechen einlösen, das ich ihm gegeben hatte. Und doch, Bischof Walloran, soll Kingsbridge wieder aufgebaut werden. Percy berichtete mir von einem Mann, den mein Bruder mir noch nicht vorgestellt hat. Tretet vor, Vater Prior. Ja, ich bin ein bisschen schüchtern. Philipp von Gwyneth, mein Bruder. Herr, ihr scheint euch zu fürchten. Was bedrückt euch so? In der Katharine oder wegen der schmutzigen Kutte. Ich bin bedrückt wegen meiner Priorei und der Kathedrale. Ich hörte von dem Brand. Wie ergeht es eurer Priorei? Am Vorabend des Brandes sandte Gott uns einen Baumeister, aber wir können ihn nicht bezahlen. Sorgt euch nicht, das könnt ihr nun. Nun zu der Absprache zwischen euch, Prior Philipp und Percy Hamley. Er sagte mir, dass er euch unterstützen will, was das Baumaterial für eure neue Kathedrale betrifft. Dem Plan, den ihr beide geschmiedet habt, stimme ich gerne zu. So soll es geschehen. Danke. Hat dem Bischof natürlich nicht gefallen. Herr. Es erschien mir unnötig kompliziert, das Land dem Bischof zu geben. Percy sagte mir, dass ihr, Vater Philipp, diese Meinung teilt. Er sagte mir, es sei eure Idee, die Last des Neubaus eurer Kathedrale auf eure eigenen Schultern zu nehmen. Ich... Wunderbar. Ich bin froh, dass wir alle euch, Bischof Walloran, in dieser Sache helfen konnten. Nach allem, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch, Herr. Bartholomäus hat bei seinem Aufstand gegen die Krone alles verloren. Heute Morgen fand man ihn tot in seiner Zelle. Ich hörte, dass ihr, Vater Philipp, euch um seine Kinder sorgt. Sie werden ihr Land und ihren Titel verlieren. Doch ich spreche sie hiermit von jeder Schuld frei, wo auch immer sie sein mögen. Na, immerhin. Ihr müsst sehr stolz sein, Lady Hamley. Natürlich. Boah, wie er guckt, Alter, wie er guckt. Philipp war in allen Fragen sehr verständnisvoll. Ja, er ist bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Der wird bestimmt bald Bischof. Und ich war entsetzt, als wir von dem Feuer in Kingsbridge hörten. Es ist ein Segen, dass wir ihm und seiner Priorei jetzt helfen.
Ihr habt den Wind gesät, Philipp. Tja. So. Du hast Bartholomäus in seiner Zelle aufgesucht. Du bist mit wem ausgeritten und hast unser Geheimnis gelüftet. Hans Diener denkt, du bist ein Dieb und ist dir misstrauisch gegenüber. Ja, naja. Du hast einen Pakt mit den Hemleys geschlossen unter ihren Bedingungen. Ich weiß nicht, was wir hätten verbessern können an dem Pakt. Bischof Walloran glaubt, dass du ihn verraten hast. Das kann er auch glauben, nur mein Freund, du. Das kann er glauben. Der hat doch uns verraten, der Penner. Kapitel 7. Okay, das war jetzt eine Millisekunde. Ich konnte alles lesen. Ein paar Wochen später. Sind alle bereit? Ja, alle werden dort sein. Aber wie sollen wir hier beten und singen? Ich traue mich nicht mal, meinen Chor hier aufzustellen. Wir werden uns daran gewöhnen, wir alle. Wir sollten für all dies dankbar sein. Für jedes Geräusch und für jeden, der uns hier stört. Wir fangen mit dem Chor an und arbeiten uns langsam von Ost nach West vor. So wird das gemacht. So hat man es mich gelehrt. Ich schätze euren Eifer, sehr geehrter Steinmetz. Aber bislang räumen wir nur Schutt. Ich habe bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht, einen Baumeister einzustellen. Weder euch noch sonst jemanden. Darf ich euch ein paar Zeichnungen zeigen? Wenn ihr mögt. Aufriss, Grundriss, Querschnitt. Ja. Seht zuerst hierher. Stellt euch vor, ihr steht inmitten des Hauptschiffs und betrachtet eine der Seitenwände. So würde sie aussehen. Sind das Fenster? Ja, aber das ist nicht alles. Über allem anderen befinden sich die Obergartenfenster. Ja, das ist mal schön. Direkt in der Mitte ist das Triforium. Soll ich weitermachen? Ja, sicher. Ja, natürlich. Ich war nur eben in Gedanken. Redet weiter. Im untersten Geschoss sind die Pfeiler der Arkade. Sie sind durch Bögen verbunden, welche die Joche bilden. Durch die Bogenöffnungen könnt ihr die Fenster des Seitenschiffs erkennen. Ich kann sehen, dass ihr euch viele Gedanken gemacht habt. Ich frage mich nur... Wie viel Zeit würde der Bau in Anspruch nehmen? Ein grober Schätzwert würde mir reichen. Das hängt davon ab, wie viele Leute ihr beschäftigt. Mit 30 Steinmetzen und Maurern, sowie genug Tagelöhnern, Lehrburschen, Zimmerern und Schmieden, würde es 15 Jahre dauern. Ich wünschte, meine Mönchsbrüder könnten so gut rechnen und vorausplanen wie ihr. Fahrt fort. Zeigt mir den Rest eurer Zeichnung. So, wir haben ja hier noch den Grundriss. Bevor wir mit dem Bau beginnen, markieren wir, wo die Wände stehen werden. Die Säulen, die Türen und Strebepfeiler. Dafür brauchen wir solch einen Plan, um zu wissen, wo wir unsere Pflöcke setzen und Schnüre spannen müssen. Ist dies wie ein Vogel den Bau sehen würde? Ja, richtig. Hat er ja schon mal gut erkannt. Auf der linken Seite seht ihr das Langhaus. Es hat 6 Joche. Und der Chor? Der ist der Chor. Der Chor wird 4 Joche haben. Ich sehe, dass das Querhaus 2 Joche breit ist. Insgesamt wären es also 12. Aufgezeichnet sieht das sehr prachtvoll aus. Aber wäre damit die Kirche in Wirklichkeit nicht recht klein? Sie wäre kleiner, aber nicht minder eindrucksvoll. Vermutlich habt ihr recht.
Eine kleine Kirche würde unseren bescheidenen Mitteln sehr viel gerechter werden, wenn die Dinge nur einfacher wären. Percy Hamley würde uns mit Holz und Steinen versorgen, aber wer bezahlt die Arbeiter? Aber nur Gott weiß, ob das reichen wird. Tja. Ich nehme nicht an, dass ihr eine Vorstellung davon habt, was das alles kosten würde. Na ja. Wir sind ein Pessimist. Man weiß nie, was passieren wird. Aber wir würden mindestens um die 3000 Pfund brauchen. Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, das Jahreseinkommen der Priorei exakt zu berechnen. Hier ist das Ergebnis. 300 Pfund. Wow. Und davon ist bereits jeder Penny verplant. Das hieße, ich müsste 200 Pfund pro Jahr aufbringen. Wenn man so nimmt, klingt es gar nicht so schlimm. Ihr wollt also unbedingt selbst diese Kathedrale bauen, nicht wahr? Ja, Vater. Ich möchte, dass ihr mich zum Dombaumeister bestimmt. Warum? Weil er den Menschen Hoffnung geben will. Ach so. Dann beantwortet mir eine letzte Frage. Wenn die Gläubigen eure Kirche betreten, welches Bild würde das Tympanon über dem Eingang krönen? Ein Bild vom jüngsten Gericht, um sie zu mahnen, Gutes zu tun? Oder eines vom Paradies, um sie an Gottes Gnade zu erinnern? Zeig ihnen die Hölle, damit sie Angst davor bekommen, Böses zu tun. Was? Ich hätte lieber was mit Bäumen und Tieren. Ich auch. Es sollte die Verheißung eines besseren Lebens sein. Darum soll es den Himmel zeigen. Toll! Ist das nicht aufregend, Philipp? Immer mit der Ruhe, Francis. Wir dürfen nichts überstürzen. Mich freut vor allem, dass es vorwärts geht. Unser gemeinsamer Ausflug in die Welt der Politik hätte auch anders ausgehen können. Hätte Fahrradkette. Aber wir sind beide am Leben. Und dafür danke ich Gott. Und ich danke dir für deine Verschwiegenheit. Papa, wird es in der Kathedrale auch Statuen geben? Statuen? Das reicht jetzt, Kinder. Geht besser raus zum Spielen. Boah, Statuen wären doch toll. Vater? Ja? Meine erste Frau, Agnes, sie ist ohne einen Priester gestorben. Und sie ruht in ungeweihter Erde. Manchmal baut jemand eine Kapelle oder gründet ein Kloster, weil er hofft, nach dem Tode Gnade vor Gott zu finden. Glaubt ihr, dass ich mit meinem Entwurf zu Agnes Seelenheil beitragen kann? Heutzutage verlangt Gott keine Blutopfer mehr, denn das größte Opfer wurde bereits gegeben. Aber Abrahams Geschichte lehrt uns, dass Gott von uns das Beste verlangt, was wir haben, das, was uns am meisten am Herzen liegt. Also müsst ihr euch fragen, ist dieser Entwurf das Beste, was ihr Gott bieten könnt? Außer meinen Kindern? Ja. Dann seid getröstet, Tom Builder. Gott wird euer Angebot annehmen. Unser Kind hat er ja schon. Arbeitsvertrag. Den untersuchen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.